Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind jetzt hier an der Waschstraße angekommen, bevor wir jetzt das Auto waschen gehen. Bevor die Aufbereitung kommt, meine ich. Gehen wir noch das Auto waschen, weil ich zeige euch das mal. Da ist schon. Die hat schon bitter nötig. Und deswegen würde ich sagen, schmeiß mal hier die Anlage an und dann gehen wir mal Auto waschen. Kleingeld wie immer, man braucht mehr als genug davon. Ihr Guthaben. 2, 4, 5. Was fangen wir an? Natürlich am besten. Die haben kein. Ich glaub's nicht. Ich krieg eine Antwort. Keine Schaumbürste. Ist doch zum Kotzen. Wir sind heute bei der Aufbereitung bei jemand ganz Besonderen. Stell dich mal kurz vor, wer bist du? Ja, nur servus, ich bin der Nase von KKS Adazamis, also sprich CCS-Bamberg. Und ja, Aufbereitung und Detailing ist unser Spezialgebiet, habe ich jetzt. Deswegen bin ich auch zu dir gekommen, mein Auto aufbereiten. Ich blende jetzt immer mal wieder zwischendrin so ein paar Szenen ein, was wir schon gemacht haben. Das Auto steht schon hier hinter, ist schon fertig, steht in der Sonne. Ich wollte eigentlich filmen, dass das Auto im Hintergrund man sieht, aber leider, die Sonne lässt es nicht zu mit der Kamera, ist leider so. Du hast ja heute schon ein bisschen was an meinem Auto gemacht. Ja. Was haben wir denn eigentlich überhaupt gemacht an meinem Auto? Also, dein Auto wurde einstufig poliert, sprich mit Schleifpolitur, wurde mit Lack behandelt, dass die ganzen Hologramme und feine Kratzer komplett rausgehen. Okay. Also sprich, dein Fahrzeug hatte ja einen Grauschleier drauf auf den Schwarz, genau. Dass es halt einfach wieder richtig frisch ausschaut und der Lack halt wieder richtig glänzt. Okay. Und anschließend wurde er dann gewachst, sprich versiegelt, mit einem Hochleistungswachs, das hält circa einen halben Monat. Okay. Je nachdem, wie man sein Auto wäscht, wenn man mit scharfen Reinigungsmitteln, dann hält es nicht so lang. Okay. Also wie gesagt, aber ein halbes Jahr ist da garantiert. Halbes Jahr, das ist sehr gut. Das heißt, danach, nach einem halben Jahr, sollte ich am besten mal wieder vorbeikommen. Genau, genau, genau. In dem Fall wäre es angebracht, eigentlich mal vor dem Winter oder nach dem Winter. Was meinst du dazu? Also ich sage jetzt immer, eine komplett Aufbereitung von außen ist vor dem Winter. Ist es echt ein Muss, dass das Auto nochmal richtig geschützt wird. Ja. Und nach dem Winter sowieso, welche Salz, Flugrost und alles und den ganzen Matsch und Umwelteinflüsse. Also würde ich schon empfehlen. Und auch zwischendurch mal im Jahr einfach nochmal wachsen. Das schadet absolut nicht. Also okay. Ist immer empfehlenswert. Kann man das Wachsen auch selber machen oder sagst du lieber zum Aufbereiter? Man kann es klar selber machen, aber man wird dann mit Sicherheit einige Hologramme selbst wieder reinmachen. Okay. Und da hätte ich dann wieder mehr Arbeit, würde ich jetzt mal sagen. Okay, gut. Das heißt dann in dem Fall auch Kostenfaktor dann wieder im Nachhinein geht es nach oben. Genau. Sprich, wenn jetzt der Kunde selber seine Fahrzeuge macht und ich habe dann echt riesige Hologramme drin, sage ich jetzt mal, und Schmiere und solche, dann habe ich dann auch wieder mehr Arbeit. Ja. Also ist dann auch wieder Kostenfaktor. Okay. Apropos Kosten, da sind wir gleich schon bei der ersten Frage, die ich hier stellen habe lassen über Instagram. Wer es noch nicht kennt, schaut mal rein, habe ich verlinkt. Natürlich auch dein Instagram auch verlinkt. Ne? Die erste Frage ist, was kostet sowas? Und ich würde sagen, wir beziehen uns einfach mal auf meinen Dreier, dass wir da sehen, wo sind da ungefähr so die Kosten. Das ist immer ganz wichtig für euch als Info, ist jetzt auf meinen aufgezogen, es kommt immer auf den Zustand drauf an. Wie schmutzig ist das Auto, wie viele Hologramme hat es, welche Farbe hat es? Ganz wichtig, wie gesagt, da kann man keinen einheitlichen Preis sagen. Ja. Wie du schon gesagt hast, eben Zustand des Lackes, Farbe, Größe etc. Also, das sind so viele Punkte, dann am besten immer mit dem Fahrzeug vorbeikommen, dass ich mir das anschauen kann, dann kann ich einen konkreten Preis sagen. Okay. Also jetzt, wenn wir jetzt mal von deinem ausgehen, würde jetzt die komplette Außenaufbereitung 250 bis 300 Euro kosten, weil es ja, wie gesagt, mit Schleifpolitur und alles. Also bei Ihnen ist es jetzt gut gegangen mit einstufig. Es gibt natürlich Lacke, da musst du zwei-, dreistufig machen. Dann bewegen wir uns dann Richtung 300. Also das muss man dann schon rechnen. Ja.
Und natürlich, was mir auch noch einfällt, wo wir gerade eben ja beim Flugrostthema waren, ist ja auch noch eine Sache, ne? Ja, genau. Also wie gesagt, überhaupt bei weißer Lacke Flugrost. Also ich habe schon Kunden gehabt, die haben gesagt, die haben keine Flugrost und die haben trotzdem Flugrost gefunden. Ja. Ja, ich meine, da muss man halt dann immer, ja, mehr Arbeit reinhängen, sagen wir jetzt mal, aber ist alles kaputt für mich. Nächste Frage natürlich auch, wie lange dauert es das? Das ist auch wieder so eine Frage, Zustand, Größe, Farbe. Meistens so 5-6 Stunden jetzt reine Außenaufbereitung, sagen wir jetzt einmal, wenn das Auto im Extremfall richtig verwittert ist, dann kann man, ja, so 5-6 Stunden. Also, ich meine, ja, das ist genau. Schon schlimm gewesen, muss man sagen. Ja. Vielleicht ist ja schon wirklich ein Unterschied. Ja, ja, auf jeden Fall. Und also 5-6 Stunden muss man auf alle Fälle nehmen. Genau. Super, das sind schon mal so die meisten Fragen. Was hättest du noch als Anreiz für meine Community, was du sagst, würdest du auf alle Fälle empfehlen, zu machen am Auto? Selbst zum Beispiel. Selbst, ja. Also wascht euer Auto per Hand, kann ich euch nur empfehlen. Dann nach dem Waschen das Auto echt trocken machen, nicht trocken fahren, weil dadurch wird der Lack auch stumpf, wenn der jetzt einfach trocken fährt. Also ich würde echt... Das mache ich jedes Mal falsch. Genau, das ist ein Fehler. Und da gibt es die großen Tücher von Liquid Elements oder etc. zum Trockenmachen oder einfaches altes Leder, was man früher auch genommen hat. Trocken machen, fertig, habt ihr länger eure Freude an die Versiegelung und benutzt nicht diesen Powerschaum. Also bei uns in Bamberg gibt es den en masse diesen Powerschaum, weil die Luna selber sein Auto waschen kann. Das greift den Lack total an und macht auch den Wachstum. Das sieht so klasse aus. Oder? Ja, und jedes Mal denke ich mir, den Powerschaum, den brauche ich, das sieht geil aus. Ja, es schaut zwar geil aus, aber es ist nicht geil für den Lack. Ne? Das, jetzt okay. Das macht den Lack richtig stumpf und vernichtet auch die Wachschicht. Okay, das ist gut zu wissen. Das wirst du nämlich auch nicht. Ja. Also nicht trocken fahren und kein Powerschaum. Genau, genau. Also merken, ne? Merken, nicht mehr machen. Mal gucken, ja. Wie lange das reicht. Ja. Okay, ne, dann sage ich danke und dann sehen wir uns vielleicht die Tage mal wieder. Und wenn es natürlich den Leuten auch gefallen hat, einfach mal unten reinschreiben, was ihr sonst noch für Fragen habt. Eventuell machen wir einfach nochmal ein zweites Video. Ich komme einfach nochmal hier hin, wenn genügend Fragen zusammenkommen und man sagt, hey, das Interesse ist auf alle Fälle da. Das wollt ihr nochmal sehen und nochmal hören. Dann können wir uns gerne nochmal zusammensetzen. Kein Problem, ja. Auf alle Fälle. Und ich sage vielen Dank und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Servus.